Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin. Und ich finde, wir sehen gerade etwas sehr Interessantes in Pikachu. Daran kann ich mich nicht erinnern, als ich Pokémon Pearl oder Diamant gespielt habe. Also denke ich mal, dass es etwas Platin-Spezielles ist. Naja, wir reden es einfach mal an. Vielleicht ist auch nur ein Trainer. Hallo! Ich bin ein Pokémon. Okay. War doch nur ein Trainer, schade. Ich habe gedacht, es wäre ein ziemlich cooler Start. Ist es eigentlich auch. Sieht sehr interessant auf jeden Fall aus. Und hat mir sogar falsche Hoffnungen gemacht, dass wir einen Pikachu bekommen könnten. Ich mache jetzt einfach mal Flammrad. Ist ja nicht umsonst auf erster Stelle. Ja. Ist sogar sehr stark. Aber war auch ein Volltreffer. Oh, genau. Unser Evoli. Das hatten wir ja letzten Part gefangen. Das habe ich ja schon komplett vergessen. Das wird momentan mit einem, also mit unserem Fulipura, wird momentan mit einem EP-Teiler trainiert. Da oben die zwei haben wir ja besiegt. Gut, dann. Was ist mit dir? Trainiere deine Pokémon mit Liebe und sie werden dir eng verbunden sein, okay? Jetzt brauche ich einen Trainer, damit ich weiß, dass wir hier richtig sind. Und da haben wir ihn. Beim Jogging kommt es auf den Rhythmus an. Genauso wie beim Kämpfen. Ich habe jetzt gar nicht einen Aufnahmecheck gemacht, ob meine Stimmhöhe, also die Lautstärke, meine Stimmlautstärke laut genug ist. Aber im schlimmsten Fall muss ich das einfach nachbearbeiten. So, nochmal Flammbad. Müsste ich auch mal überprüfen, was für Level unsere Pokémon haben. Aber das sollte eigentlich in Ordnung gehen. Müsste Flug nicht sogar ganz gut gegen uns sein, weil wir einen Kampftyp besitzen. Sehen wir ja jetzt. Ja, genau. Egal, jetzt haben wir es besiegt. Oder auch nicht. Vielleicht besiegt es uns ja jetzt mit einem Volltreffer. Es geht jetzt einfach auf Tempo-Hieb. Verfehlen werden wir ja jetzt ja kaum. Ja, okay. Wupon hat seinen Part erledigt für diesen Part. Und wir können es ja austauschen jetzt. Okay. Da die Verteidigung ist ziemlich gut. Aber wir haben ja auch das Spezialwesen. Und dann, was haben wir noch? Ziemlich gut. Eine relativ gute Initiative und einen guten Angriff. Okay, dann tauschen wir mal das Pokémon. Und zwar zu Neo. Oh, uns fehlen ja nur noch zwei. Was wären das gewesen? Weil ich hab meine drei schon. Das sind dann Chris seine zwei. Kilian seine zwei. Was haben wir hier? Spiritkern. Okay. Ich werde Turm lesen. Da hat sich aber jetzt nicht viel verändert. Naja, kann mir egal sein. Wird bestimmt noch irgendwas Besonderes passieren. Achso, wollte ich jetzt gar nicht, aber jetzt können wir später hierhin zurückkehren. Und dann wird uns, glaube ich, entweder ein Item oder ein Pokémon dort erwarten. Werden wir ja sehen. Wenn wir denn überhaupt zurückkehren. Ich denke, wir merken uns das jetzt einfach mal, wo das war. Und dann kehren wir da dorthin zurück, irgendwann mal. Okay, da haben wir sogar das richtige Pokémon draußen. Das ist schon mal sehr gut.
Und ich finde, dafür, dass wir einen EP-Teiler drin haben, bekommen wir eigentlich immer noch recht gute Erfahrung. So, aber hier ist noch ziemlich viel, was wir machen müssen. So, was hast du denn, alter Mann, für uns? Der Turm der Ruhenden. Hier finden Pokémon ihre Ruhe. Okay. Und hier finden wir ein Item. Ich hoffe mal. Ach, eigentlich ist es egal, was wir bekommen. Besten wäre natürlich ein Sonderbonbon, aber der wäre wohl kaum so schlecht versteckt. Oh, Stahlflügel. Okay, das ist eigentlich ganz gut. Dann ist es sogar nicht egal, was es ist. Dann wollen wir hier überhaupt rein? An diesem Ort ruhen die Geister. Bitte sei leise und zeige Respekt. Okay, wenn die uns nicht angreifen. Dies ist der Turm der Ruhenden. In ihm herrscht ein dicker Nebel, der immer dichter wird, je höher du im Turm steigst. Wenn du die versteckende Maschine auflockern nicht besitzt und hier nichts verloren hast, dann geh nicht hinauf. Okay. Ich denke, der Hinweis war mehr als genug. Das ist natürlich die Frage, triggern wir irgendein Event, wenn wir erstmal hochgehen? Oder soll der Hinweis uns genug sein, dass wir noch gar nicht hierher sollen? Das ist die Frage jetzt. Ach, ich denke, Kilian wird es wissen. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Und machen mal die Route. Ja, genau. Okay. Da mal ein Tech-Team. Jetzt hoffe ich nur, ich habe unseren Neo nicht vorne. Bamelin und ein Haspirohr. Ah, wir haben Sternschauer. Das ist schon mal gut. Und da hätten wir. Ich glaube, irgendwas springt hier von über, aber Ladevorgang ist kein Angriff, glaube ich. Okay, ne, nein, tut's nicht. Nicht. Oh, Sternschauer ist sogar ziemlich stark gegen Bamelin. Sprungkick dürfte sogar etwas abziehen, ne? Okay. Ah, liegt wahrscheinlich am Levelunterschied. Oh, sie ist mir gar nicht aufgefallen, dass. Oh. Okay, alles klar. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass wir einen Elektroangriff auf ein Wasser-Pokémon gemacht haben. Und das soll mir recht sein. Da können wir jetzt einmal die Wasserdüse auf Haspirohr und einmal den Funkensprung. Was ist das? Seegesang von. Warum aktiviert sich die denn jetzt schon? Oder er aktiviert sich die immer beim Angriff mit Wasser? Okay. Werden wir die besiegt? Das blonde Liebespaar. Okay, dann sind wir richtig. Wir mussten doch nicht den Turm hoch. Und da haben wir unseren Freund oder Rivalen, Barry. Hey Lucius, ich habe hier was Tolles. Pass auf. Unser Rivale wahrscheinlich. Was? Was in aller? Worum geht's hier eigentlich? Ich habe ein paar Sticker, aber ich habe vergessen, sie anzubringen. Oh klar, das liegt daran, dass ich in den Ruinen war. Die Ruinen hier sind toll. Du musst sie dir unbedingt ansehen. Ich habe dort sogar die versteckte Maschine auflagern gefunden. Wie auch immer, wir kämpfen ein andermal. Bis dann. Genau. Wir sollen eine Ruine. Das ist uns jetzt wahrscheinlich ziemlich klar. Und dort die Maschine auflagern zu bekommen. Und dann können wir hinten in den Turm. Ich denke mal, sonst wäre der Nebel irgendwann so dicht geworden, dass wir uns gar nicht mehr bewegen können.
Aber was weiß ich, vielleicht wäre das auch einfach wie in einer Höhle, wo wir einfach blind dann rumlaufen. Und wenn man das Spiel in- und auswendig kennt, dann findet man da ohne Probleme hindurch. So. Pokécenter, da wollen wir rein. Oh, was haben wir hier? Die Pension? Ich bin so klein, deswegen weiß ich nicht, wie man kämpft. Die nette Pensionsleiterin zieht meine Pokémon für mich auf. Oh, das ist schön. Dann könnten wir da alle möglichen Pokémon abgeben, die wir einfach mal irgendwann vielleicht in unser Team holen wollen würden. Aber natürlich nicht mitholen wollen, aber es trotzdem trainiert haben. Problem ist halt, dass die dann andere Attacken erlernen, wie wir es vielleicht wollen. Aber das wäre eigentlich relativ egal. Warum heißen wir eigentlich Lana? Achso, Lana ist klar, ist ja PC von der, die das ganze System erfunden hat, in Anführungszeichen. Es wird die anscheinend jede Generation neu entwickelt. Pokémon bewegen. Ich wollte mal schauen, was wir so haben. Ein Rotom. Oh, das ist alles. Oh, das ist aber ein bisschen schwach. Meiner Meinung nach. Da hatten wir viel mehr gefangen im letzten Pokémon Let's Play. Naja, was soll's. Ich glaube, es gab sogar später ein Gebiet, wo man nur hinkommt, wenn man auch genug Pokémon gefangen hat. Aber es kann sein, dass ich mich irre und dass man dafür eigentlich nur den National-Pokédex braucht. Achso, da ist ja die Pension. Aber wir haben nichts zum Abgeben. Wir quatschen jetzt einfach mal mit dir. Okay, uninteressant. Ich weiß nicht mal, wie die Stadt heißt. Profi-Pokémon-Fänger. Okay, der wird wahrscheinlich eine Angel oder sonst was für uns haben. Wir reden einfach mal mit denen. Die Zeitung von Sinnoh ist zwar winzig, aber es hat viele Fans. Die Zeitung wird genau hier gedruckt. Ihr habt nicht mal einen Drucker. Sehr, sehr fragwürdig. Oh, willkommen. Du hast die Stellenausschreibung draußen gesehen, stimmt's? Ist das etwa ein Pokédex? Dann kennst du ja Professor Eibe. Du bist genau der Pokémon-Experte, den wir suchen. Baumpill, bring mir eins. Wir brauchen es noch heute, sonst wird der Artikel nicht rechtzeitig fertig. Ich werde dich mit einer Herzschuppe und einigen Pungebällen belohnen. Okay. Aber wir haben keinen Baumpill. Baumpill ist, glaube ich, dieses Pflanzen-Pokémon. Aber ich kann mich auch irren. Ach, hier gab es doch ziemlich viele coole Pokémon. Einmal dieses Verpinsel. Es war vielleicht nicht so stark, aber ich fand an für sich das Aussehen und die Idee dahinter ziemlich cool. Und Krakelon dürfte es hier eigentlich auch geben. Oder war das eine Generation davor? Ich glaube, das war sogar eine Generation davor. Und ich verwechsel das gerade. Obwohl ich mir ziemlich bi sicher bin, dass Verpinsel in dieser Generation war. Ich war jetzt gar nicht im Pokécenter. Oder war ich doch? Ah, doch, ich war. Okay, da ist noch ein Pokéhaus. Bevor wir jetzt unnötig irgendwo. Ich quatsch ganz schnell mit denen. Immer wieder einmal wird in der Pokémon-Pension ein Ei gefunden. Niemand weiß, wie diese Eier dorthin kommen. Es ist ein unlösbares Mysterium. Verstecken Sie jemanden dort? Es heißt, noch nie habe jemand gesehen, wie ein Pokémon ein Ei legt. Es wurde also nicht bewiesen, dass die Pokémon Eier von den Pokémon stammen. Aha, von wem soll es denn sonst sein? Ups, falsche Taste. So. Warum geht das nicht? So, hier ist wieder eine große Route. Aber ich gehe jetzt erstmal den Weg, wo keine Trainer sind. Okay, da ist jemand zum Reden. Ist wahrscheinlich auch nur ein Poké-Trainer. Ich ruhe mich jetzt aus. Wäre ich eine Vogel-Pokémon, würde ich Ruheort verwenden. Haha. Du sollst auch schlafen. Oh, das ist wahrscheinlich Ruhe. Erholung. Was haben wir? Oder Ruheort wahrscheinlich. Wenn sie immer flögen, würden Vögel-Pokémon irgendwann abstürzen. Flögen? Ist das richtig, das Wort? Ja, schon wenn sie es dort benutzen, wird es wohl schon stimmen.
Weil mich würde interessieren, was für Pokémon hier im Gras sind. Weil erst. Ich will jetzt erstmal ein paar Trainer meiden. Aber. Das wird wohl schief gehen. Der Part, wie lange mache ich den? Ich mache den, glaube ich, diesmal 20 Minuten, also noch 5 Minuten. Und Pikachu, wie cool. Und Pipi. Die zwei würde ich, glaube ich, auch ganz gerne. Okay, Pipi interessiert mich nicht wirklich so sehr. Ich stehe nicht so auf normale Pokémon. Aber Pikachu wäre schon ziemlich cool. Es war sehr riskant, Neo jetzt drin zu lassen. Aber Neo braucht halt auch noch ein Level. Und mit Pipi, Funkensprung greifen wir einfach Pipi an. Außerdem sind die noch alle Level 23. So gefährlich sollten die uns nicht werden. Und Funkensprung wird uns auch nicht, Slam wird uns auch nicht verletzen. Oh, Wendigo. Die Erfahrung war ziemlich lau. Und hier machen wir Biss. So, da hätten wir die besiegt. Ich fände es eigentlich ganz interessant, wenn die Pokémon noch mehr Eigenschaften hätten. So, also je nachdem, was für ein Element sie haben. Zum Beispiel, wenn Blitz auf Blitz trifft, dass sich dann das, Elektro auf Elektro, dass vielleicht sich das Pokémon wieder heilt oder sonst irgendwas. Okay, wäre wahrscheinlich auch ein bisschen zu komplex das Ganze, wenn das wirklich bei jedem Element eine Spezialfähigkeit noch dazu gibt. Was auch die Online-Matches um einiges schwerer machen würde, weil du ja einfach dann das Pokémon einwechseln kannst und dann provozierst, dass ein gewisses Element auf ein anderes trifft. So, dann gehen wir. Ich denke, wir machen einfach Knirscher. Moment, ist das jetzt ein Trainer gewesen oder ein wildes Pokémon? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich denke, ein Elikid könnten wir uns auch fangen. Bonnera, was war das wieder? Ach so, die Vorentwicklung von Shinera. Das ist aber süß. Jo, das hätten wir besiegt. Und Neo wäre Level 28. Oh, unser Indigo ist Level 24, dann kannst du ja bald selbst kämpfen. Also könntest jetzt schon, aber ich denke, wir ziehen es einfach so hinter uns her. Es wird ja im Endeffekt immer noch am meisten Erfahrung bekommen, wenn es von jedem Kampf die Erfahrung bekommt. Jetzt ist die Frage, gehen wir erst da runter und machen den hier noch platt. Aber ich denke nicht, wir machen jetzt einfach die zwei noch platt. Und wenn es die Zeit dann uns noch erlaubt, machen wir da unten den noch platt. Ich hoffe, wir kämpfen jetzt gegen beide. Ja, Gott sei Dank. Das spart uns nämlich ziemlich viel Zeit. Mädel und Papadoku und Max. Oh, das gefällt mir. Aber als Vater einen Galoppa zu haben, das nicht viel stärker ist als das Ponita, ist doch schon bedenklich. Was machen wir jetzt? Ladevorgang oder Biss? Ich denke, wir machen jetzt einfach so schnell wie es geht das Galoppa platt. Und dann beenden wir auch den Part. Zeitmäßig haben wir dann die Grenze so gesehen erreicht. Ich meine, die Grenze liegt eigentlich immer bei 25 Minuten bei uns bei Pokémon, aber das sollte auch nur wirklich dann eingehalten werden, wenn es, also die 25 Minuten, wenn man es einfach nicht mehr schafft, vorher abzuspeichern. Weil ich denke, obwohl 25 Minuten ist
glaube ich sogar besser. Aber egal, ich mache jetzt. Ach komm, ich mache da unten den Trainer noch. Unser Neo wird nicht besiegt. Der bekommt immer wieder HP zurück. Einfach damit wir den nicht verpasst haben und Killian den nicht ignoriert. Ich habe nur, wir treffen auf keinen Pokémon. Ja gut, dann hätten wir nämlich alle besiegt, die wir bis dahin besiegen konnten. Und er hat auch nur ein Pokémon, da geht das ja recht flott. Ein Galopper. Das ist auch. Jeder hat ja einen Galopper. Kann man das dort fangen oder? Warum? Ich meine, es ist ja wunderbar für unser Neo, dass der hier so viel kostenlose Erfahrung bekommt, quasi. Und ist sogar wieder Full Life. So, jetzt versuchen wir noch aus dem Gras rauszukommen. Und uns in Position zu bringen. Ah, okay, tatsächlich, wir können einen Ponyta hier fangen. Also waren das eigentlich nur Trainer, die gerade ihr Ponyta trainieren. Entschuldigung. Dann kann ich auch verstehen, warum die ganzen Ponytas nur Level 24 sind. Wenn das natürlich nicht ihr erstes Pokémon ist. So. Was, bist du ein Trainer? Oh, scheiße. Na egal, kämpfen wir auch noch gegen den. Oh, Magpie, das hätte ich gern. Ich glaube, das kann man... Ach, man kann die, glaube ich, alle viele Baby-Pokémons sogar hier bekommen, in dem Pokémon-Teil. So, dann haben wir das besiegt. Oh, wir brennen. Ja, aber ich glaube, das hebt sich auf, da wir uns auch wieder heilen. So, jetzt kriegen wir Schaden. Okay, wo bleibt die Heilung? Togepi, das könnten wir auch haben. Also, was haben wir? Wir können die Weiterentwicklung haben. So, Wasserstärke, wahrscheinlich der Brand. Zugabe, okay, kein Problem. Wollte ich eben machen. So, aber dass uns die Verbrennung schadet, verwunderlich. So, ich muss aber jetzt langsam echt Schluss machen, weil ich muss den Part ja demnächst hochladen. Und ich will den eigentlich um 17 Uhr draußen veröffentlichen. Ich meine, scheiß drauf, wenn es 10 Minuten später sind, aber eigentlich hätte er ja schon 14, also um 4 Uhr oben sein sollen. Aber ich habe verschlafen, von daher war das nicht möglich. Ich hätte einfach die Nacht aufnehmen sollen, aber ich denke, es ist besser, wenn ich jetzt einfach, wenn er, dann ist es besser, wenn er eine Stunde später kommt, als dass ich wieder versuche, in mein Mikrofon rein zu flüstern. Was wahrscheinlich, wenn ich es empfindlicher stelle, im Endeffekt gar keinen Unterschied macht. So, werden wir den besiegt. Deswegen werden ein bisschen haben wir es erreicht in dem Part. Ich meine, hier guck. Wir haben hier alles geklärt. Wir sind... Oh, da oben sind Intons. Ich mache hier einfach jetzt mal Schluss. Ich finde, momentan... Finde ich das Design und Pokémon sehr interessant. Also mir gefällt es so viel besser als Pokémon Weiß, wenn ich ehrlich bin. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich, weil ich es einfach schon gespielt habe. Also die Vorgänger, also Diamant und Pearl. Naja. Auf jeden Fall speichern wir und damit beende ich den Part. Verabschiede mich und die nächste Folge seht ihr wie immer bei Killian.